Ein Fußball. Als Fußballer wäre ich wahrscheinlich verhungert. Ich habe einen anderen Beruf ergriffen. Ich bin Jurist, Sozialdezernent und Kämmerer, arbeite in der Stadtverwaltung, glaube, dass ich das ganz gut kann. Ansonsten in der Freizeit spiele ich gerne Ballsport, dann aber eher Basketball mit meinem Sohnemann und andere Ballsportarten auch. Ansonsten laufe ich ganz gern, das hält fit. Man kann gut Stress abbauen und mal einfach die Seele baumeln lassen. Fußball macht aber sehr vielen Menschen Spaß. Ich sehe ihn auch sehr gerne, auch in unseren Mannschaften gewinnen. Also insofern ein schöner Sport. Ein Kohlebrikett, ganz wichtig für die Region. Der Rhein-Erft-Kreis ist ja ein Energiekreis, schon seit Generationen von der Kohleförderung abhängig. Da hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Natürlich auch sehr viel Umweltemissionen. Die Kohletechnik ist mit Sicherheit langfristig keine Zukunftsenergie mehr. Wir sind insbesondere auch als Kolpingstadt gefordert, uns neu zu orientieren. Ein Weg in diesem Bereich ist, dass wir uns derzeit aufstellen, Stadtwerke zu gründen. Und die haben auch ganz erhebliche Potenziale, sich ganz neu aufzustellen. Zum Beispiel wie in Brühl oder in Hürth auch mit der Schaffung von Wasserstoffbutzen oder in anderer Weise die Nutzung von regenerativen Energien. Lange Zeit hat die Kohle uns gedient. Ich denke, die Zukunft gehört anderen Energieträgern. Ein Aktenordner mit der Aufschrift Stadtverwaltung. Es gibt einen schönen Film von John Grisham, Die Akte, aber das will ich jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Auch in der Verwaltung passiert nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Aber ich denke, dass ich als Sozialdezernent und Kämmerer die Verwaltung auch künftig als Bürgermeister sehr gut im Griff hätte. Wir haben eine sehr leistungsfähige Verwaltung in Kerpen. Das ist ja immerhin die größte Stadt im Rhein-Erft-Kreis. Wir haben aber auch noch viele Herausforderungen zu meistern, beispielsweise im Bereich der Heimkosten. Da ist ja der Ansatz, diese Kosten deutlich zu senken. Wir sind derzeit in einem intensiven Umsteuerungsprozess und das funktioniert sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir da genau den richtigen Weg gehen, wie in anderen Bereichen auch. Radio Erft, einer meiner Lieblingssender, der hat ja auch intensiv zur Thematik der nochmaligen Veröffentlichung des Haushaltes beigetragen. Das war ja in Kerpen eine ganz intensive Diskussion, die da losgetreten wurde. Unabhängig davon höre ich diesen Sender sehr gerne. Der ist immer sehr aktuell, am Puls der Zeit und beschleunigt in vielen Kommunen die Diskussion, wie beispielsweise bei uns auch in der Haushaltsthematik. Super Sender! Ein Laufschuh. Nicht ganz meine Fußgröße, ich habe etwas größere Füße, aber trotzdem laufe ich sehr gerne in Laufschuhen. Da kann man sich sehr gut bei entspannen, das hält fit, man kann die Seele baumeln lassen. Früher bin ich sehr viel in der Ville gelaufen, jetzt nutze ich andere Strecken in Kerpen. Da gibt es sehr schöne Strecken, da hat man auch sehr schöne Laufbegegnungen. Laufen macht Spaß, ist gesund und für jeden was. Radio Erft.